Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der letzte Montag vor dem großen Weihnachtsfest. Hier ist Basler Ballard, powered by newsflash24.de. Mein Name ist Olli Dütschke und er ist zwischen den Weihnachtseinkäufen eben noch schnell ans Mikro gesprungen und macht mit uns die Show hier. Hallo, guten Tag und Servus und Moin und Mario Basler ist da. Guten Morgen. Hast du schon alle Geschenke? Nee, da ich ja heute Geburtstag habe, werde ich das diese Woche machen, ja. Ich muss ja heute erstmal meinen Geburtstag ein bisschen feiern. Nicht viel, aber ein klein wenig. Und dann werde ich mich so auf den Weg so langsam machen. Da würde ich sagen, liebe Leute, jetzt alle zusammen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Mario. Happy Birthday to you. Ihr da draußen, wenn ihr das sehen könntet, der zieht sich sogar dabei aus. Endlich 40, Mario Basler. So kurz davor. Ja, alles Gute. Vielen Dank. Alles Gute. Und ich schenke dir heute eine Folge Basler Ballard. Ist das was Schönes? Ich habe mich drauf gefreut. Ja. Natürlich. Zu Weihnachten schenken wir uns dieses Jahr ja nichts, haben wir ja ausgemacht. Genau. Und deswegen hast du jetzt ein bisschen Zeit, musst du nicht über Weihnachtsmärkte laufen und dir was überlegen. Deswegen können wir heute über Fußball reden. Korrekt. Fangen wir doch mal gleich mal an. Letzte Woche internationales Geschäft, müssen wir da viel reden? Alles normal gelaufen, ne? Alles. Wir freuen uns für Borussia Dortmund, Gruppensieger in dieser Gruppe. Ansonsten? Alles hat seinen normalen Lauf genommen. War eigentlich so, dass die Champions League-Woche war so, wie wir sie erwartet haben. Bayern, Dortmund war das schwerste Spiel, haben das sehr gut gemacht. Leipzig, Union war gut, die haben gut gespielt gegen Real, leider unglücklich verloren, wie schon so oft in der Champions League-Saison. Aber ansonsten war es nicht der Redenswerte. Jetzt warten wir mal auf die Auslosung. Genau, und wer dann wann gegen wen. Genau, und freuen uns darauf, wer gegen wen spielt. Genau, Europa League, die Freiburger haben noch eine Runde gewonnen, weil sie in West Ham verloren haben, dürfen nochmal spielen. Leverkusen auch international, auch wenn es keine Hochkarriere, da sind beeindruckend. Und wenn die jetzt, da kommen wir noch zu, unter der Woche gewinnen oder nicht verlieren gegen Bochum, dann haben die kein einziges Spiel verloren in allen Wettbewerben, ne? Das ist schon großartig. Ich weiß nicht. Das haben auch noch nicht so viele geschafft, oder? Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja, wie oft es das schon gegeben hat. Da müssten wir mal in der Statistik mal irgendwann nachgucken. Und ich glaube, also ich würde mich jetzt nicht dran erinnern können, dass das schon mal irgendwie war. Keine Ahnung. Möglicherweise waren die Bayern, aber ansonsten Hut ab, großartig. Und die Eintracht hat ihr Freundschaftsspiel ohne Fans auch noch irgendwie absolviert. Das war auch, aber die dürfen auch noch mal früher ran als die anderen. Auch da die Auslosung warten wir ab. Reden wir vielleicht in der nächsten Folge mal rüber. So, das war international. Dann gehen wir doch direkt. Ihr spielt ja nicht. Türkgücü hat ja immer noch Pause. Oder immer, ne? Ihr seid ja. Was macht man? Die haben alle Trainingsprogramme von dir bekommen, ne? Jeden Tag 8 Stunden laufen, fünf Stunden mit dem Ball gegen die Wand hämmern. Ja, und schwimmen. Genug zu tun. Und schwimmen müssen sie auch. Ach, okay, das bringt was. Halbe Stunde tauchen ohne Atmen. Ohne Atemgerät. Und wer es schafft, keiner. Ja, gucken wir da. Wir gratulieren Holstein Kiel, sogenannter Herbstmeister im Winter. Ich sag das gerne. Ich habe es ja als Tabellendritter getippt vor der Saison in unserer Vorschau. Ich fand die immer stark. Jetzt sind sie sogar Erster. Ja, überraschend. Also für mich eine kleine Überraschung, weil St. Pauli doch eine sehr starke Runde gespielt hat bis jetzt. Gut, die letzten Spiele ein bisschen Punkte gelassen, auch in Osnabrück letzte Woche Punkte gelassen. Also waren ja schon sehr weit vorne eigentlich. Das wird sehr spannend da oben. Und leider mein FCK, ich muss es erwähnen, 6. Spiel in Folge verloren und Gramozis. Es hat sich nicht rentiert im Moment, außer dass im DFB-Pokal weitergekommen sind. Ja, aber das wird schwierig, ne? Wird eng. Es wird eng. Braunschweig gewinnt gegen Kaiserslautern. Du hast 2-mal gewonnen, hinten 6 Punkte eben mal geholt, ne? Dann denkst du immer, die sind eigentlich weit weg, aber auf einmal sind sie da.
Du holst 0, die holen 6, bumm. Ne? Das geht in dieser Liga oben genauso wie unten sehr, sehr schnell. Das muss man sagen. Und wenn ich da drauf gucke auf die Tabelle, jetzt hat Braunschweig auf einmal 14 Punkte, die noch vor 2 Spieltagen 8 hatten. Mhm. Rostock 17 und Kaiserslautern 18. Also unfassbar, wie schnell sich das Blatt gewendet hat. Jetzt geht es im Moment nur noch für den VfL. Klar, ja, wir haben noch 8 Punkte Rückstand. Das wird natürlich sehr schwierig. Wir können ja mal ganz kurz schnell mal auf den nächsten Spieltag gucken, ja? was der denn bringt. Der 18. am 19. Januar. Osnabrück in Karlsruhe, schwierig. Kiel gegen Braunschweig. Oh. St. Pauli gegen Kaiserslautern, Hilfe Kaiserslautern. Schalke HSV. Oh. Hertha gegen Düsseldorf, auch ein tolles Spiel. Ja. Ja, da. Da freuen wir uns ja jetzt schon auf den 19. Januar. Ja. Ist ja krass. Genau. Ne? Aber Kiel, wenn ich mir das angucke, jetzt schon vor Relegationsplatz 3 HSV, auch schon immerhin 4 Punkte. Ja, also. Ja. Und wie gesagt, Schalke gegen HSV nächster Spieltag und Kiel zu Hause gegen Braunschweig. Also die können sich da schon ein bisschen absetzen auf einmal. Die Schalker holen jetzt bestimmt im Winter 35 neue Spieler. Mhm. Und mit Flankengott Abramczyk und Klaus Fischer vorne drin wird auf einmal wieder alles gut. Ja, das kann sein. Schauen wir mal. Ja. Ja, Fortuna Düsseldorf auch überraschend stark in Magdeburg gewonnen. Ja, also, nach 2-0 Rückstand. Das ist schon, Fortuna ist auch so eine Truppe, die musst du unbedingt auf dem Zettel haben. Ja, das ist richtig. Naja, die zweite Liga rockt und die erste Liga bockt. Rockt die denn auch? Ja, ne? Die erste Liga bockt. Oder bockt. Wo fangen wir denn mal an? Such dir mal einen Club aus. Du hast heute Geburtstag, du darfst dir das wünschen. Wir nehmen mal das Freitagabendspiel. Gladbach gegen Bremen. Fangen wir damit an. Ich fand, es war ein tolles Spiel von beiden Seiten, vor allem von meinen Ex-Bremern. Muss ich sagen, die haben da sehr viel Alarm gemacht in Gladbach. Und nach Führung, dann Rückstand, dann Ausgleich. Es war ein ansehnliches Spiel, muss man sagen. Und mit einem... Ja, vielleicht hat Bremen da 2 Punkte verschenkt, aber letztendlich muss man sagen, ein gerechtes Unentschieden. Auf jeden Fall. Und wenn du guckst, Bremen sicherlich ein Auswärtspunktgewinn. Ja. 5 Punkte vor Abstiegsplatz, vor Relegation, meine ich. Ja. Ist kein, wie heißt es so schön, kein Polster. Kein Polster. Kein Polster ist es. Kein Polster, aber... 5 Punkte haben oder nicht haben. Und Gladbach 7 Punkte. Ja, und jetzt spielt Bremen. Gladbach weiß es immer nie, ne? Ja, Bremen spielt jetzt gegen Leipzig. Das wird natürlich auch nochmal schwer. Hm, stimmt. Ja, gucken wir mal. Aber der Punkt war erstmal ganz gut. Hinweis, wir reden natürlich über die englische Woche und ihr könnt live dabei sein, wie wir beiden wieder mal tippen. Das ist wieder heute, habe ich mir vorgenommen, wir tippen heute mal, damit ihr seht, mit welchen Argumenten wir kommen. Ja. Der eine sagt, die gewinnen 3-0, der andere sagt, nein, die verlieren 3-0 und wie wir uns die Köpfe einhauen. Manchmal dauert es 2 Tage. Mal gucken, wie lange das heute dauert. So, dann machen wir es mal ganz schnell. Da gehen wir mal nach Mainz gegen Heidenheim. Boah. Schweres Spiel gewesen, überraschender Sieger mit Heidenheim, aber... Jetzt, ist es so überraschend? Doch, das ist für mich eine Überraschung, weil Mainz die letzten Spiele ganz gut gespielt hat. Ja. Unter ihrem neuen Trainer, das muss man sagen. Fandst du? Ja, ich fand, das war, also für mich war das eine Überraschung. Mhm. Und jetzt kommt's aber. Das war bitter für Mainz. Denn Heidenheim hat jetzt schon 8 Punkte vor Platz 17 und 18. Und 7 Punkte vor Platz 16. Also das muss man sagen, dass wenn das irgendeiner vorher gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, weil, du weißt ja, unsere Tabelle, ich glaube Heidenheim habe ich auf letzter Platz getippt. Ja, wir haben uns gefreut, dass sie da sind und haben aber auch gesagt, aber es wird nicht reichen. Genau. Wenn die jetzt auch noch anfangen, auswärts zu gewinnen. Und jetzt wird's gefährlich. Und jetzt wird's gefährlich. Nächste am Mittwoch gegen Freiburg, wo ich sage, da kann man auch gewinnen gegen Freiburg, muss ich sagen. Und dann hätten die 20 Punkte nach der Vorrunde. Also
das hätte ich vor der Saison nie und niemals oder nie unterschrieben. Ja. Und das muss man sich vorstellen. Denn Köln spielt bei Union. Die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Ja. Dann spielt nämlich, lass mich schnell gucken, dann spielt Darmstadt Mainz in Hoffenheim. Mainz hat das leichte Spiel, genau. Das leichte Spiel in Dortmund. Die verpassen das Resttrauma für die Rückrunde, verpassen jetzt nochmal Dortmund. Mhm. Ich bin gespannt, ob Dortmund gegen Mainz überhaupt stattfindet. Weil vielleicht, man redet ja die ganze Saison, dass das Trauma noch für Dortmund gegen Mainz da ist. Man muss ja schützen, das kann man ja nicht. Und da man jetzt ja telefonisch einen Krankenschein bestellen kann, vielleicht rufen ihr seit 11 Stück beim Arzt an und sagen, Herr Doktor, Mainz 05 kommt. Ich habe so. Wir können nicht. Das ist ein Trauma. Ich habe einen dünnen Schuss. Ja, ich habe ein Trauma von vor 5 Monaten. Haben wir nämlich die Meisterschaft gegen die vergeigt und jetzt kommen die wieder. Ich will nicht. Mach irgendwas, Doktor. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Aber du hast recht, also Heidenheim, selbst der großartige und der großartigste Experte, Mario Basler, hat nicht damit gerechnet, dass sie auf Platz 12 mit 17 Punkten am 16. Spieltag da. Also ich muss wirklich sagen, dann à la Bonheur, was da in Heidenheim passiert ist, also wirklich, wenn es für die gut läuft für Heidenheim, sollten die gegen Freiburg gewinnen. Das muss man sich mal vorstellen, hätten die 20 Punkte, da könnten die theoretisch, weil Wolfsburg spielt gegen Bayern. Dann spielt Gladbach spielt in Frankfurt. Augsburg in Stuttgart, jetzt lassen wir das so kommen, dass die alle drei verlieren. Heidenheim gewinnt, dann wäre Heidenheim Tabellenplatz Nummer 9. Was sagst du denn da dazu? Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Also muss ich sagen... Es ist nicht unrealistisch, ist kein Quatsch, den du sagst, du Gottes Willen. Und dann geht es da unten um andere im Abstiegskampf. Also dann würde ich mal so ganz dezent sagen, ich glaube nicht, dass Heidenheim irgendwas mit dem Abstieg zu tun hat. Weil 20 Punkte nach der Vorrunde, also das muss ich sagen, Wahnsinn. Und für Köln nochmal, wir können auch gleich mal gucken, Köln und also Mainz haben wir ja schon gesagt, spielen in Dortmund und Köln bei Union. Wie gesagt, die nehmen sie ja dann auch mal gegenseitig die Punkte weg. Jetzt lasst die mal unentschieden spielen. Das wäre, also ich muss sagen, unfassbar. Man weiß es nie. Nein. Aber ich glaube tatsächlich, dass die jetzt schon, die holen auch noch ihre Punkte. Das ist glaube ich, kein Club. Die sind so gefestigt, dass die mal 5 Mal hintereinander verlieren. Das ist korrekt. Die gewinnen vor ihren, wie viel passen da rein? 6x12 Zuschauer, weiß ich nicht. 17.000, das ist 15 voll. Und da, oder 12. Da willst du vielleicht auch nicht unbedingt spielen. Und dann, die holen auch ihre Punkte noch. Und ich glaube tatsächlich... Jetzt lass mal einen von denen verlieren, Union oder Köln, Mainz auch, dann haben die 7 Punkte, auch wenn die jetzt gegen Freiburg verlieren sollten, 7 Punkte, das sind mehr als 2 Siege. Wahnsinn. Also Heidenheim, auch eine der Überraschungen der Saison. Ja. Da reden wir übrigens nächste Woche mal drüber. Genau. Da machen wir so ein Hinrundenfazit mit einem Überraschungsgast, den wir noch nicht sagen. Wir sind zu dritt, ja? Ja, korrekt. Das ist unser Weihnachtsgeschenk für euch. Ja. So, dann ganz kurz weiter, Bochum Union, Olli... Bochum zu Hause, 3-0. Union, kleinen Rückschlag erlitten nach den ganz guten Ergebnissen, die sie letzte Woche hat, mit dem Unentschieden und einem Heimsieg, glaube ich. In der Champions League ja auch gegen Real ganz gut und ordentlich gespielt. Ja, Überraschung für mich, dass sie da 3-0 verlieren. Das war... Das ist ein richtiger Rückschlag, glaube ich. Ja, das war sehr bitter und auch Bjelica hat ja gesagt, die Mannschaft irgendwie, wenn ich es richtig deute, nicht fit. Warum auch immer. Ja, das habe ich, genau, auch sowas im Kopf, das habe ich auch nicht verstanden. Er hat auch ein bisschen negativ über seine Truppe geredet und das halte ich in diesen Zeiten nicht für so sinnvoll. Ja, ich habe eher so das Gefühl, dass so ein versteckter Pfeil gegen Urs... Das machst du aber auch nicht, ne? Ob versteckt oder nicht versteckt, das machst du nicht. Ja, nee, das macht man nicht, aber ich habe es ja so verstanden, dass sie körperlich nicht auf der Höhe sind. Vielleicht habe ich auch was Falsches interpretiert. Ja. Das kann ja auch mal passieren. Genau. Aber wenn ich dran denke, wir wollen ja eigentlich noch über die englische Woche reden, aber wenn ich dran sehe, Köln
mit 10 Toren, spielt bei Union mit 15 Toren der schlechteste Sturm gegen die drittschlechtesten. Merkt ihr das? Wir tippen jetzt schon mal 0-0. Aus, 0-0-0 das Spiel 1. wird 0-0. Boah. Ja, nee. Gucken wir uns das Spiel so an, ich glaube nicht. Machen wir doch aber mal wir kommen weiter. Da später zu. Heidenheim haben wir gefeiert. Bochum haben wir gefeiert. Bochum finde ich auch immer. Also man redet immer über Abstieg. Man sagt immer so im Leben, ja Bochum vielleicht auch, aber eigentlich nicht. Die wissen immer, was Sache ist. Kastropper Straße, haben wir schon oft drüber geredet. Da wird Fußball gelebt, Leidenschaft. Wenn du mal verlierst, da verlierst du halt mal. Da ist immer Ruhe trotzdem. Und dann haust du dann eben Union mal 3-0 weg. Ja, also die wissen, ich finde das schon immer bemerkenswert. Die VfL wissen, was die Bochumer wissen, was sie zu tun haben. Und so gehen sie ihre Spiele zu Hause vor allem an. Und von daher ist ja auch ein tolles Stadion, ist ein tolle Fans. Bochum ist so auch ein bisschen Kult und die gehören ja dahin. Und zu Weihnachten dürfen sie nochmal zum Tabellenführer. Ist auch ein schönes Geschenk. So, da frühstücken wir mal noch schnell Freiburg gegen Köln ab. Köln. Ich habe heute, ich muss mal ganz kurz schnell das Call. Ja. Ich habe irgendwas von Steffen Baumgart gehört da. Trotz Kölner Niederlage, Baumgart sieht Fußball, den ich vermisst habe. Da fand er Freiburg so gut, oder was? Ja, das war jetzt meine Überlegung. Du verlierst endlich mal die Freiburger gesehen. Du verlierst 2-0 in Freiburg und machst dann so eine Äußerung. Also, ist das schon Galgenhumor, sagt man ja, das? Ja, ist, das könnte auch schon oder ein bisschen, was wolltest du sagen? Oder vielleicht will er, Entschuldigung, vielleicht wollte er aber auch die Journalisten verarschen, oder? Keine Ahnung, also das finde ich bemerkenswert, so eine Äußerung zu machen. Ich meine, die stehen auf Tabellenplatz 17 mit 9 Punkten 16. da und oder 16, was? Köln. 16 mit 10. Ja, genau, Köln, stimmt, Entschuldigung. Macht nichts, heute darfst du dir alles erlauben. Köln ist 16. Bist du da ganz sicher? Ja, Darmstadt ist letzter mit 9. Tatsächlich, du hast recht, Mainz mit Union zusammen, mit genau. Ja, auf jeden Fall, da war ich sehr überrascht über diese Äußerung. Also ich habe das Spiel ja so ein bisschen mitverfolgt, also ich habe es jetzt nicht, aber ich weiß nicht, was Steffen da gesehen hat, aber vielleicht möchte er nochmal aufs letzte Spiel ein bisschen der Mannschaft Hoffnung machen oder sonst irgendwas, aber für mich ist diese Mannschaft, hat ja auch dann Lukas selbst gesagt, es wird, also Lukas Podolski am Sonntag im Doppelpass, es wird sehr, sehr schwierig. Und ich sehe das genauso. Also ich sehe für Köln da, muss ich sagen, ich sehe da schwarz. Ja, man hört ja auch, dass der Keller auch nicht so 100% mehr den Baumgart feiert. Baumgart meckert, dass er irgendwie keine Spieler mehr bekommt, weil keine Kohle da ist. Ja, ja. Die treffen nichts. Dann gehst du, lass dir mal nicht gewinnen in Berlin, kann ja passieren. Dann gehst du negativ in die Winterpause. Du kriegst irgendwie keine Superstars. Wenn du Pech hast, musst du sogar noch einen abgeben, weil du irgendwie Kohle brauchst. Keine Ahnung. Das kann auch passieren, ja. Das hat Lukas selbst dann auch gesagt. Ja, also du, ich weiß jetzt nicht, wem du da verkaufen willst, aber und dann kommt hey, Köln ist für mich. Dann kommt ein Knallerspiel im Januar, am 12. Januar oder am 13. Januar samstags gegen Heidenheim. Zu Hause gegen Heidenheim, das ist dann auch wieder so ein Heidenheim. Charakterding, ne? Auch Heidenheim. Das ist dann ein Spiel, das musst du schon gewinnen. Aber dann fahren die Heidenheimer noch grinsend nach Köln. Die fahren grinsend nach Köln erstmal, genau. Na gut, also, wir lassen uns überraschen da mit Köln. Ja, ich habe da kein gutes Gefühl. Nee. Habe ich ja schon auch voll so. Bei Mainz und Darmstadt, da denkt man noch, ja, und die kennen das ja auch und Abstiegskampf und ich weiß nicht was und haben vielleicht noch Qualität, aber Köln, puh. Schwierig. Hast du noch ein Spiel? Nee, wir haben, ja, Leipzig-Hoffenheim können wir auch eigentlich relativ schnell wegfrühstücken. Leipzig hat seine Aufgabe gemacht. Erste Halbzeit konnte Hoffenheim noch ein bisschen mitrennen. Leipzig zweite Halbzeit, muss ich sagen, sehr souverän gespielt. Verdient 3-2 gewonnen. Forsberg, letztes Spiel. Ein Törchen. Tor vorbereitet, Tor geschossen. Hat sie mit einem tollen Geschenk verabschiedet in Richtung USA. Und ja, Hoffenheim hätte noch mal da ein bisschen an Dortmund ranrutschen können, aber
Sie wollten es nicht so richtig. Die hätten sogar. Nee, die haben sich das aufgehoben. Mhm. Mit einem Sieg, ja, die sind 3 Punkte auseinander. Da hätte es sogar schön klappen können mit an Dortmund ranrutschen. So! Olli, aber jetzt. Leipzig hat aber jetzt auch schon 6 Punkte vor Platz 5. Ja. Gewinnst du 2-mal hintereinander, ne? Ja. Und schon gegen Clubs, die hinter dir sind, mit Dortmund und Hoffenheim, und schon bist du auf 3. Ne? Und gut, Meisterschaft sehe ich nicht. Obwohl 7 Punkte, nein, glaube ich nicht. Aber trotzdem, die sind im Champions League-Bereich, kannst du fast schon Haken dran machen. Sieht gut aus wie Leipzig. Genau. Hoffenheim weißt du auch nicht. Ja, die werden da auch bleiben. Können vielleicht Conference League. So, jetzt mache ich ein Wortspiel. Wir kommen zu den Top 3. Wortspiel, warum? Olli? Top 3. Ja, wir kommen zu den Top 3. Warum Top 3? Guck mal auf die Tabelle. Guck mal auf den Spieltag. Weil beide 3-0 gewonnen haben, Olli. Oh, hey. War das nicht lustig? Hey. Ja, ich hau mich weg, ey. Boah, der war ja witzig. Der war jetzt ja, du, ja. Sollen wir Pause machen? Nein, ich komme aus dem Lachen nicht raus, aber du. Du warst doch schon mal bei Joko 3 Minuten. Ja, du kannst doch die Show machen. Ich übernehme wahrscheinlich die Sendung jetzt. Bei solchen Witzen, genau. Das ist ja überragend. Du, die kein Mensch versteht. Deswegen bleiben die auch alle dran. Weil ich, was hat er denn das erzählt? Was will der denn? Genau. So. Ja, 3-0. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, bei beiden gesagt, das geht beide unentschieden aus. Mhm. Aber fangen wir mal an mit Leverkusen. Mein Sohn war da und der hat gesagt, Leverkusen überragend. Ja. Vor allem noch die zweite Halbzeit. Ja. Diese Truppe lässt da gar nicht nach. Wir haben es eben gesagt, fast alles gewonnen in allen Wettbewerben. Keine Niederlage. Ja. Und ich habe mir, die haben ja gespielt, das war auch so ein Lulli-Spiel gegen Molde. Ne? Mhm. Da war ja die sogenannte erste Elf ja gar nicht dabei. Aber die da gespielt haben, die waren ja, wenn einer einen richtig tiefen Kader hat, dann ist es bei Leverkusen. Ich habe gehört, da waren auch nur 11 Zuschauer gegen Molde im Stadion. Das waren die nicht gespielt haben, genau. Nee, aber das muss man ja schon sagen. Also so viel Schiss, dass da irgendwelche dann zum Afrika-Cup dürfen, die haben so einen breiten Kader. Ey. Ja, aber trotzdem, wenn du im Januar 5 Stammspieler. Und das muss man ja schon sagen, das sind ja 5, nicht 5 Spieler, die mal auch eingewechselt werden oder oft ausgewechselt werden, sondern das sind ja wirklich 5 Spieler oder 3 zumindest sind ja davon, die ja fast jedes Spiel gemacht haben. Ne, Tabsoba, Frimpong, Boniface. Nee, Frimpong ist doch Holländer, oder? Ist der Holländer? Ja, du meinst Tabsoba, Kusunu. Oder so. Ist ja egal, ich muss ja auch nicht alles wissen, Olin. Außerdem habe ich Geburtstag. Nein, heute nicht. Hast du Geburtstag. Ja, auf jeden Fall sind da 5 Spieler weg. Und das gilt es dann mal abzuwarten, wie natürlich Leverkusen mit dieser Situation umgeht. Alonso hat ja schon gesagt, das ist für ihn kein Problem. Er sieht den Kader groß und breit genug. Dann hat man am 12. Januar das Spiel ja in Augsburg. Dann gucken wir mal, nächstes Spiel. Guck mal, das sind gar nicht so Knallerspiele, wo du denkst, naja, in Augsburg, in Leipzig, sofort danach, das ist schon, nee, warte, Entschuldigung, jetzt war ich gerade falsch. Ja, in dem Alter 12, kann das passieren. Nee, 12. Januar in Augsburg. Ja. Dann ist das nächste Spiel, sind sie dann auch noch weg, das ist dann 19. Jahr. Und 20. spielt man in Leipzig. Okay, das ist ja, das ist schon nicht so einfach. Und dann gucken wir mal. Dann weiß ich, ob die schon wieder zurück sind alle. Nee. Vielleicht, wahrscheinlich nicht. Dann spielt man zu Hause gegen Mönchengladbach. So ein kleines, das kleine Derby. Das muss man die 3 Spiele, wenn sie die so überstehen. Dann muss ich sagen, dann sind sie ganz stark gefährdet, den Titel des Vizemeisters abzulegen. Ich glaube auch. Ich sehe das alles nicht so schwarz. Ich glaube, die hat man ja gesehen, dann Schick nach 12 Jahren Verletzungspause, kommt mal rein, macht gleich das Tor.
Ja. Und dann spielt halt ein Andrich hinten drin mit Tag. Ja, aber der hat natürlich jetzt nicht so viele Spiele gemacht, ne? Der, ja, und macht er dann. Ja, dann wer fehlt noch? Dieser Adli ist auch nicht so dabei. Nee, der ist auch nicht dabei. Teller ist auch nicht dabei. Der ist ja auch ein Nigerianer. Genau. Das war's mit Teller, Adli, Boniface. Frimpong. Der Kusunu. Genau, und Boniface. Der andere Frimpong. Ja, genau. und Tapsoba. Genau. Dann spielst du Hinkapier, kann noch spielen. Ja. Also ich finde das alles gar nicht so schlimm. Ja, aber wir warten ab. Genau. Wir beobachten das. Und wenn Leverkusen gewinnt, werde ich dir immer sagen, ich hab's doch gesagt. Ja. Ja, Frankfurt kann das nicht auf die Wiese bringen, was sie gegen die Bayern gemacht hatten. Nee. Tja, die erste Halbzeit war okay, dann gar nichts mehr, wurden sie an die Wand gespielt. Das ist schon Wahnsinn, gell? Wenn man sich dann überlegt, eine Woche zuvor schrauben die Bayern München komplett auseinander. Und dann fahren die nach Leverkusen und haben gegen Leverkusen nicht die geringste Chance. Also das war schon für mich ein bisschen überraschend, dass es so deutlich war. Es hätte ja auch noch höher ausgehen können. Also von daher, ja, Überraschung, dass Frankfurt so schlecht war auf einmal. Ich war auch überrascht, dass Bayern so stark war. Das kann ich dir sagen. Also das ist ein Spiel gewesen, wo ich gedacht habe, boah, ich meine, du hast ja beide Spiele wir haben ja beide Spiele auf Unentschieden getippt. Ich wäre nie auf beide Spiele so ein 3-0 gekommen, weil ich gerade so die Stuttgarter so stark gesehen habe die letzten Wochen. Frankfurt gegen Bayern, habe ich gedacht, naja, wenn die so ein Auftreten haben und mit der Selbstsicherheit spielen, können die auch in Leverkusen, das war ja unser Grundgedanke, können die auch in Leverkusen einen Punkt holen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Stuttgarter chancenlos. Die hätten hätten theoretisch in der Halbzeit schon 3-0 hinlegen können. Ja, da waren irgendwie Absatztore, die eigentlich zwei Stück, waren. Die ganz knapp wirklich waren. Also man muss sagen, da war ich schon, dass man in München mal 3-0 verlieren kann, ja, aber das Stuttgart in der Form so gerade waren in den letzten Wochen, das war dann schon für mich eine kleine Überraschung, weil sie für mich also wirklich nicht die geringste Chance gehabt haben. Also die waren wirklich chancenlos, wo ich sage, das Spiel könnte auch gut und gern 5-0 ausgehen oder 6-0. Und das war für mich schon so eine Überraschung, muss ich sagen. Das Ergebnis, dass Bayern gewinnt oder gewinnen kann, ja, klar. Aber so deutlich und so dominant und Bayern ohne 5. Bayern auch ja, große Probleme gehabt. Mhm. Ne, da muss man schon sagen, das war, hat eigentlich eher für Stuttgart gesprochen, die Aufstellung oder der Kader von Bayern. Da habe ich schon gedacht, na, da haben die Stuttgarter auch eine Chance. Aber sie waren chancenlos. Kann man das erklären? Ist man dann vielleicht, macht man sich dann zu sehr den Kopf, wenn du dann siehst, ach, die beiden fallen ja auch noch aus hier, Kimmich, Goretzka und ach, der Kane war da auch angeschlagen, war da auch krank und der ist verletzt, dass du da irgendwie auf einmal nachdenkst, oh, wir können das ja, keine Ahnung, ich kann das nicht erklären. Nee, das ist jetzt ein Kampf. Oder wie schafft das Bayern München auf einmal auch mit solchen Rahmenbedingungen so zu performen? Irgendjemand sagte, das war die beste Saisonleistung. Ja, gut, aber Bayern hat natürlich Druck gehabt, ne? Nachdem sie das letzte Spiel verloren hatten in Frankfurt, so in der Art und Weise, wie sie auch verloren hatten. Da war es klar, dass Bayern performen muss, ne? Sie haben es ja unter der Woche in Menu schon gezeigt, wo sie gewonnen hatten. Und dann haben sie, also eine Unentschieden oder eine Niederlage hätten sie sich nicht mehr erlauben können gegen Stuttgart. Und dementsprechend sind sie so aufgetreten. Und klar, auch wenn die Stuttgarter natürlich mit der jungen Mannschaft da in der Kabine da unten im Gang stehen und die Granaten kommen da raus und dann kannst du natürlich auch schon mal weiche Knie kriegen. Und muss ich sagen, das war eine Top-Leistung, die Bayern gezeigt hat. Die haben gezeigt, wo sie hinwollen. Das Potenzial ist da. Die haben ein bisschen anders gespielt, ein bisschen kompakter, aber dann mit viel Tempo nach vorne. Also das war wirklich, das war schon
konnte man sich angucken. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so klar geht. Es ging ohne Kimmich, ne? Ganz gut. Darauf habe ich gewartet. Darauf habe ich gewartet. Ja. Ein gewisser Julian Nagelsmann war ja in irgendeiner Show am Samstag, hat geredet. Und auf einmal hat der Kollege Kimmich kein Problem mehr, hinten rechts zu spielen. Gut, ich meine, wir müssen ja nicht drüber diskutieren, dass bei der Europameisterschaft, also meines Erachtens, ich meine, da muss man ja bei Julian jetzt langsam, muss man ja warten, was für eine Idee er wieder kriegt, aber das war doch, für viele ist doch klar, dass Kimmich nicht auf der Sechs spielen kann. Weil Gündogan, müssen wir mal sagen, der wird gesetzt sein auf dieser Position. Und die zwei gehen nebeneinander nicht. Also du musst genauso spielen, wie es vom Grunde her jetzt der Pavlovic gemacht hat bei Bayern gegen Stuttgart, der die Sechs praktisch ja so ein bisschen alleine gespielt hat, der die Holding Six gespielt hat. Und von daher muss man sagen, das soll die Internationalmannschaft auch nicht anders sein. Und deswegen steht es für mich jetzt sowieso außer Frage. Entweder Kimmich auf die rechte Seite oder raus. Es gibt nur für mich die zwei Möglichkeiten. Also, ja. Und deswegen sind es einfach so Dinge, wo man sagt, ich verstehe nicht, dass Julian jetzt erst da drauf kommt, dass er jetzt erst drüber nachdenkt. Aber ja, es steht für mich außer Frage, dass Kimmich nur auf der rechten Seite spielen kann. Gesundheit. Oi, vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, Bleib gesund. Danke. Aber er hat auch gesagt, dass Gündogan nicht unbedingt die 6 spielt. Er sieht in der eher 8 auf 10. Wer spielt denn dann Doppel-6? Dann kommt ja, der Groß vielleicht rein? Ja, der, also für mich Goretzka sehe ich schon da. Mhm. Wenn du ein 4-2-3-1 spielst, Gündogan auf der 10, sehe ich ihn auch nicht. Also ich sehe vorne im Sturm, muss man gucken, was er da macht. Aber dann sehe ich hinten dran Musiala, Wirtz und Sané plus einen, der ganz vorne drin spielt, wer auch immer das sein soll am Schluss. Also dann gibt's nur 2 Sechser. Also er wird nicht mit einer Sechs spielen, sondern der wird die Defensive erstmal stabil machen. Und da sehe ich nur Gündogan und Groß oder Gündogan und Goretzka, muss ich sagen. Ich krieg die ganze Zeit Anrufe, dass ich. Ja, warum eigentlich? Was ja, ist los? Ich verstehe das nicht. Und Leute draußen, lass den Mario doch mal reden. Ja, der ist doch gleich fertig. Und auf jeden Fall sind das so Dinge, wo ich sage, also ich nochmal, ich sehe Kimmich nur rechts, sondern nur auf der 6, wenn Goretzka seine Form kriegt und behält. Er hat ja gar nicht so schlecht gespielt die letzten Spiele. Ist für mich Goretzka einer derjenigen, der die 6 spielen muss, weil er vor der Abwehr und auch offensiv sehr stark sein kann. Und wir haben ja eben Groß gesagt und nicht Groß. Mhm. Was hältst du von, gestern hast du dich, glaube ich, zurückgehalten im Doppelpass? Nein, überhaupt nicht. Oder hast du es gesagt? Er soll einfach einen schönen Sommer in Madrid verlegen. Ja, er wäre ja blöd. Er wäre doch blöd, sich seinen Namen das auch kaputt zu machen. Weil wenn es doch schief gehen würde, wenn man im Achtelfinale ausscheidet und vielleicht gerade so glücklich die Gruppenphase übersteht, dann geht's doch mit ihm nach Hause. Er soll seinen Körper ausruhen, der will noch 1-2 Jahre in Madrid spielen, aber ohne Sommerpause wird das für Toni schwierig. So, man hat's gesehen, jetzt Alaba, Kreuzbandriss sich geholt. Ja. Mhm. Und das ist halt auch mal ein bisschen, wenn du in ein gewisses Alter kommst, ist es halt auch mal so. Und also ich habe nur gesagt, Toni soll sich das genau überlegen. Er tut es für sich, tut es sich keinen Gefallen, weil da gibt's, er kann da nur verlieren dabei. Wenn Gündogan dann offensiver spielen sollte, lassen wir mal gucken. Wir wollen auch gar nicht so viel Nationalmannschaft reden, das machen wir noch, aber kurz Goretzka und meinetwegen Groß oder auch Andrich.
dann Gündogan davor, aber da ist doch gar kein Platz mehr für Wirtz oder Musiala, oder? Doch, also ja, ich, deswegen sage ich ja, es gibt einen Stürmer. Also ich sage jetzt einmal, ich hoffe. Füllkrug. Ja, glaube ich jetzt eher. Ich glaube eher nicht, dass Füllkrug da vorne spielt. Ich sehe nach wie vor nochmal Havertz ganz vorne. Ja. Dann hinten dran links Wirtz, Musiala, Sané. Die drei hinten dran. Und da gibt's, nicht so schlecht. Und dann gibt's für mich zwei Sechser, Goretzka, Gündogan oder Gündogan groß, Gündogan theoretisch Kimmich. Ich glaube nicht, dass er sie beide zusammen da spielen lässt. Mhm. Und deswegen gibt's für mich nur den Platz für Kimmich rechts hinten. Ansonsten Tribüne. Ciao. Kakao. So. Nationalmannschaft. Nächste Woche vielleicht kurz mit unserem Überraschungsgast. Ansonsten nächste Woche, diese Woche. Ja, wir zeichnen das diese Woche auf, was aber nächste Woche ausgestrahlt wird. Oh. Ah, das muss ich nochmal erklären. Nachher in Ruhe, Leute, da die Leute an oder was? Ja, ja. Also wir zeichnen den Dienst am Donnerstag auf und machen so, wie wenn wir den am Donnerstag live hätten. Es gibt ein Weihnachtsfest und da wirst du unterm Baum sitzen am Montag. Ich setze mich auf den Baum. Auf dem Baum, ja. Als Engel. Als ich bin die Erleuchtung oben. Die Lichtgestalt auf dem Baum. Die Krone. Die Krone. Gut, also ja, Leute, ihr seht, ihr werdet am nächsten Montag verarscht. Genau. Wir zeichnen am Dienstag auf, weil wir sind am Montag gar nicht da. Richtig. So. Da packen wir nämlich unsere Geschenke aus. Korrekt. So, wir haben ja einen Club vergessen. Wen? Der nur kurz erwähnt. Wen denn? Dortmund. Ein Sieg in 7 Spielen. Ja, aber willst du jetzt dann auch noch über Dortmund reden? Du hast Geburtstag, wenn du das nicht willst, dann mach. Nein, Dortmund kannst du abhaken. Also ich. Aber ich habe eine Frage. Der Loder hat es auch gesagt. Terzic, wie sicher ist der? Das sage ich schon seit Wochen. Also jetzt kommen sie alle immer hinterher geschossen. Ich sagte seit Wochen, dass wenn Terzic keine 6 Punkte aus den 2 Spielen holt, die kann er jetzt schon immer holen. Ich glaube, es gibt auch schon so ganz leichte Namen mit Ten Hag. Ist er schon so, läuft schon so im Hintergrund, weiß er, ob er schon in der Nähe von Dortmund gesehen wurde. Aber für mich ist das keine Überraschung. Also nochmal, jetzt kommen ja alle und sagen, ja, der Terzic ist nicht mehr der Richtige. Was habe ich denn vor Wochen schon gesagt? Wenn du das nicht schaffst, im letzten Spiel gegen Mainz 05 die Meisterschaft klar zu machen, dann machst du als Trainer irgendwas verkehrt. Und deswegen glaube ich auch, dass er nicht mehr, vor allem wenn gegen Mainz jetzt auch noch schief gehen sollte, was das Trauma wieder auslösen könnte für die Rückrunde, dann musst du reagieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, Champions League werden sie nicht gewinnen. Und wenn du dann noch mehr Rückstand hast, wie jetzt schon 5 Punkte auf den 4. Platz, dann könnte das auch ein bisschen schwieriger werden. Ne? Und deswegen ist es jetzt, wie gesagt, jetzt kommen sie alle. Ja, sie wussten ja jetzt alles wieder. Nee, vor Wochen haben sie, nee, ist für sie unvorstellbar. Und jetzt kommen alle und sagen auf einmal, nee, der Terzic ist nicht mehr der Richtige. Vor Wochen haben sie mich aber alle belächelt und beneidet. Mhm. Ja, und jetzt kommen sie, schießen sie hinterher. Aber ist nicht schlimm. Ich habe den Beweis, dass ich es vor Wochen schon gesagt habe. Richtig. Ja, und deswegen nochmal, es ist für mich jetzt keine Überraschung, dass man in Augsburg nur unentschieden spielt. Weil Augsburg hat die letzten 5 Spiele, glaube ich, 4 gewonnen, einen unentschieden nur. So irgendwie mit eins haben sie verloren, letzte Woche haben sie mal 1 verloren. Sonst unter dem neuen Trainer Toro eine Niederlage, aber sonst hast du recht. So, und das ist jetzt für mich nochmal keine große Überraschung. Dortmund hat in Augsburg sich immer schwer getan, weil letztes Jahr haben sie vorletzte Spieltag da zwar gewonnen, aber davor haben sie die Spiele in Augsburg waren dann immer schon ein Gradmesser auch für Dortmund. Und deswegen nochmal, Dortmund, die Dortmunder können höchstens froh sein, dass es vielleicht dies Jahr noch für den 5. Platz reicht, um die Champions League Qualifikation, dass man noch einen Platz dazu kriegt. Das kann theoretisch passieren. Könnte ein heißer Winter werden, heiße Weihnachtsferien in Dortmund. Das könnte richtig heiß werden. Also nochmal, die Meisterschaft, ich glaube, da brauchen wir alle, da braucht man nicht mehr drüber zu reden. Die ist komplett abgehakt. Für die Dortmunder kann es nur noch um die Champions League Qualifikation gehen.
Und das ist nach Aussage Terzic vom ersten Spieltag in der Saison. Wir wollen besser sein wie letztes Jahr. Das heißt, nur die Meisterschaft, die ist in, und das kann ich, glaube ich, und das weiß auch jeder, die ist mal in weite, weite Ferne gerückt, die Meisterschaft. Tja, dann lass uns doch mal kurz nach vorne gucken. Ja, dann machen wir doch das Spiel gleich. Lass uns doch mal jetzt das live tippen, liebe Leute, live tippen. Ja. Hier geht's jetzt ab. Dortmund gegen Mainz. Schauen wir doch damit an, wo wir gerade beim. Ja, normalerweise sagt man ja eigentlich, Können wir nicht mit Bremen, Leipzig anfangen? Das können wir da schön vom Kicker oben runternehmen. Machen wir das so. Fangen wir mit. Vergessen wir nachher nämlich ein Spiel. Du hast heute Geburtstag. Ich mache alles für dich. Fast alles. Fast alles. Zieh dich aus. Zieh dich aus. Nein, das mache ich nicht. Mach dich nackig. Nein, das mache ich nicht. Das war es nicht. Sonst alles, so, aber das nicht. Bremen, Leipzig. Also, ich bin zwar, ich habe zwar in Bremen gespielt, aber da sehe ich doch Leipzig ganz weit vorne. 2-2. Ist immer witzig, sehe ich Leipzig ganz weit vorne. Als du sagtest, Leipzig, da habe ich schon gesagt, ich hätte unentschieden getippt. Und dann sagst du, 2-2, bin ich voll bei dir. Ja, aber wir könnten auch, eigentlich müssten wir nach Reform gehen und da muss man Leipzig Sieg tippen. 1-2, ja. Okay, 1-2 bleibt stehen. Komm, 1-2. Du schreibst jetzt mit? Aber. Ja, ja. So, jetzt kommt das Traumaspiel. Dortmund, Mainz 05. Das ist ein bisschen zu hoch. Ja. Jetzt, das wäre mein Ding. Jetzt hab ich's verstanden. Erst mit später, aber jetzt. Lass uns Dortmund auf Sieg tippen, weil das, alles andere wäre ja wirklich, dann ist er Terzic genau nach dem Spiel schon entlassen, wenn er das nicht gewinnt. Es wird ein bisschen nervös sein. Ich würde 3-1 sagen. Mainz hat ja, bin ich bei dir, 3-1. Mainz hat ja auch keine Form. 3-1 ist gut. Es wird ein bisschen komisch am Anfang. Mainz macht aus Versehen ein Tor, es wird unruhig, aber irgendwie machen sie es. So, dann. Bitte nächstes Spiel ganz schnell. 2-1. Jetzt habe ich auch Union Berlin. So, da können wir ein bisschen diskutieren drüber. Eigentlich vom Ding her ein typisches 0-0-Spiel. Beide treffen nichts, beide kriegen Tore. Komm, lass uns mal. Aber da die Försterei in Weihnachtsstimmung ist, würde ich sagen 1-0. 1-0? 1-0. Bin ich bei dir, 1-0 nehmen wir. 1-0, damit es in Köln gemütlich wird. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Da bin ich mal gespannt. Jetzt höre ich mir erstmal deine Meinung zu dem nächsten Spiel an, Leverkusen-Bochum. 4-0. Das wusste ich. Ich wusste, dass du keine Ahnung hast vom Fußball. Das wusste ich. 0-3 oder was? Nee, ich wusste, dass du das so hoch setzt. Das Spiel. Ja, ja. Ich sag dir, es wird ein engeres Spiel, als wir alle denken. Ja. Du hast Geburtstag. Ja, aber ich glaube schon, Leverkusen wird gewinnen. Aber ich würde auf so ein 3-1 tippen. Okay. 3-1. Ist notiert. So, dann kommen wir jetzt, lass ich mal dich mal, weil du bist der Frankfurter. Frankfurt gegen Gladbach. Die werden sich vernünftig verabschieden. Die spielen gerne gegen Mannschaften, die auch mitspielen. Gladbach ist keine Truppe, die sich hinten reinstellt. Es wird viel passieren. 3-2. Ja, das ist ein schönes Ergebnis. Oder? Schönes Ergebnis. Wie ich es auch aufgeschrieben habe, das sieht echt schön aus. Ja. Das nochmal 60.000 fast, das wird nochmal ein Hallo-Dreh. Niko Kovac sagt seinen Spielern, Leute, die haben mich damals rausgeschmissen. Die Bayern. Und die sagen, ja, was interessiert uns das? Genau. Weil du fliegst ja hier auch bald raus. Nein, Nico, sorry, nein. Ich mag Nico. Nico hat Glück gehabt in Darmstadt. Ja, ich mag Nico, aber trotzdem werden die Bayern das Spiel für mich deutlich gewinnen. Gerade zum Abschluss jetzt nochmal. 0-2, ist das deutlich? Nee, das ist nicht deutlich genug für mich. Ich würde auf ein 1-4 tippen. 1-4 Bayern. 1-4. Ja. Ich schreib das mal auf. Kane wird nochmal zweimal bomben, schätze ich mal. Sané wird ein Tor machen. Haben wir schon mal 3. Vielleicht noch ein Eigentor, 4. Okay.
Derby, 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 Stuttgart, Augsburg, Schwaben, Schwaben, Schwaben. Ich glaube auch da ähnlich, VfB, volle Hütte, nochmal geiles Jahr, gute Stimmung, 2-0. Danke. Und ja, da haben wir schon etwas länger drüber gesprochen. Interessant. 2-1. Freiburg hat dreimal hintereinander gewonnen, ne? Ja, aber die sind, glaube ich, auch durch. Ja. 24 trotzdem durch. Mit international. 2-1 Heidenheim. Ja. Bis gestern mit oder was war's? Ich gehe mit dir. Ja, warum nicht? Finde ich geil. Und dann das Thema 20 Punkte Heidenheim gefällt mir. Das stimmt. Und Frank Schmidt ist der lebendige Weihnachtsmann in Heidenheim. Der verlängerte Vertrag bis 2049. Wahrscheinlich. Ja, was haben wir noch? Dienstag, Mittwoch, ja, geht nochmal alles ab. Wir haben richtig viele Tore. Schön, wenn das nochmal so geht. Ja, ist ja im Moment ich die Zeit. Ich darf arbeiten. Ich hab zwei überragende Spiele. Ich bin bei Sandhausen gegen Lübeck und bei Dortmund 2 gegen Preußen Münster. Schön. Und ich setze mich. Du kannst gerne mitkommen. Nein. Ich bleibe zu Hause. Ich bleib schön zu Hause und guck mir die Konferenzen an. Das mach mal. Ja. So machen wir das. Ich wünsche dir erstmal einen ganz tollen Tag. Den habe ich, Olli. Vielen Dank. Passt du, ne? Mach das, bleib gesund. Alles Gute nochmal an dieser Stelle. Und ich glaube, ich spreche für alle. Für die ganze Hörerschaft, die Millionen draußen, die dir nochmal alles Gute zum Geburtstag wünschen. Vielen Dank. Ansonsten wünschen wir allen draußen natürlich ein wunderbares Weihnachtsfest. Ja. Benehmt euch, ja, genau. Auf Weihnachten. Ne? Einen guten Rutsch. Streitet euch nicht. Ins neue Jahr. Und, Olli, Gesundheit. Ja, aber auch trotzdem. Ja, bleibt alle gesund. Alles Wichtigste. Alle gesund bleiben. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Aber einmal kommen wir dieses Jahr noch. Wir kommen noch einmal, natürlich. Ja. Aber ja, wir haben ja eine treue Hörerschaft. Genau. Schreibt uns, was euch nicht gefällt. Schreibt euch, was wir verbessern können, was wir besser machen können. Wird wahrscheinlich nicht viel sein, aber... Mir fällt ja so spontan gar nichts ein. Nein, mir auch nicht, aber vielleicht irgendeinem Zuhörer. Und dann bis Montag. In diesem Sinne. Alles Gute, schöne Woche, lasst euch reich beschenken. Das war Basler Ballert, powered by newsflash24.de. Und wir machen noch ein Stößchen auf Mario. Happy Birthday, Prost. Dankeschön, ciao, tschüss. Wiedersehen, tschüss.